Einfach die ganze Wand mit seinem Namen vollgekritzelt. Das ist bestimmt saugeil, wenn er immer wieder zurückkommt hier. Geil. So, können wir denn noch mehr unterschriften? Guck mal, hier ist die. Ach, hier endet der Weg. Cool. ich darf nicht zu viel lachen, das bringt mich noch sonst wohin her. Ja. So wie ich immer husten muss. So, wo war denn der Therapieraum? Ich glaube, mal ganz unten, ne? Weiß gar nicht mehr. War zu lange nicht mehr dort? Ich glaube, hier um die Ecke oder so war der. Ach, ja, irgendwo da hinten. Ne? Weißt du, so. Nee. Hä? Was hab ich vergessen hier? So, hier ist die Küche. Da müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Gut, dass wir da gerade reingelaufen sind. Ich glaube, hinter der Mensa oder so war das doch hier. Ich glaube, da rein, ne? Dort. Ja, alles klar. Rein da. Ach, ich, Alter, ist gerade gegen die Wand gelaufen. So. Sehr interessant. Das hören wir uns nicht noch einmal an. Was ihr bekommt. Das hier. So. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Hören wir uns das mal. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind. Ich bin soweit. Möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Können wir machen. Ja, es kann losgehen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Ich was bin... sein da. Muss... Hallo, Gruppe. Ich bin Flatula Busen. Ah, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. So genial. Ah, jetzt müssen wir das machen. Die Azteken haben nachts ich hole mal fixes Zeug ran. So, da. Den Kühlschrank. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Dorsch gewesen wäre? So, jetzt müssen wir hier auf den Zettel gucken. Ein Dorsch. Na gut, blauer Goldfisch, da können wir blau nehmen, ne? Mokka Oktarin getopft. Eierschale, natürlich. Blau? Blau. So, so. Hm. Der Fall ist klar. Ich bin Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Ja. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Okay, fangen wir von vorne an. Sie sollten jetzt lieber gehen. Nein, ich will von vorne beginnen. Puh! Schon wieder verkackt, oder was? Ha, wer braucht die? Nochmal. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen ab. Ja, bitte. Wollen Sie? Ja. Darum sehr gut. So, gehen wir noch den ganzen Scheiß nochmal. Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich nochmal. So, jetzt müssen wir, glaube ich, alle durchgehen, nehme ich jetzt mal an. Einmal? Na gut. Also, ich bin der Adrian. Mit dem fangen wir an. Ich bin Adrian, König des Aufenthalts. Ich sehe schon aus wie so ein Adrian. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer als Zweiter ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Mhm. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grün. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Mhm. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Jo. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. So schaut's aus. Lassen Sie es ruhig an. Stift, Stift, nicht Stift. Alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Schätze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das hilft uns weiter. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Bah! Boah, haben wir den Eimer braucht? Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Wenn einmal der. Ach, da ist er doch hier. Meine Güte. Versteckt. Also hilflos irgendwas war das jetzt, ne? Ich schreibe mir das mal mit auf, weil wir müssen jetzt alle durchgehen. Damit wir irgendwann mal was gegen die in die Hand haben. Deswegen gehen wir jetzt nochmal mit dem. Der nächste ist Roggelbecher. Ja, rein da. Meine Güte, wenn man einmal einen Stift sucht, weißt du, man hat. Ich hab. Ehrlich. Ich bin jetzt mal. So ehrlich wie ich kann. Das hat man schon mal. Ja, bitte. Wollen Sie sofort, ich muss erzählen. Also, normalerweise hat man in jedem Haushalt ca. Milliarden Stifte liegen. Ich habe in 32 Quadratmetern insgesamt einen Stift. Und der liegt immer woanders. Immer da, wo man ihn nie findet. Es ist wirklich so. Ich habe diesen Stift, seitdem ich eingezogen bin, hier. Und das ist auch der einzige, den ich jemals hier hatte. Es gab niemals zwei. Immer dieser eine Stift.
Und der funktioniert heute noch. Ich bin sowas von stolz auf ihn. Ja, und jetzt habe ich ihn eben wieder gesucht. Immer wieder. Muss ich ihn suchen. Darum sehr. So, okay, jetzt fangen wir nochmal neu an. Während bla, 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 bla. Ich bin Droggelbecher. Droggelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde mal als Dritter ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Blau, liebe Frau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Gut. Sie können gehen. Bla, 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 bla. Oh, ich bin baff. Harvey? Keine, mich wirst du... So, Droggelbecher haben wir damit auch. Jetzt gehen wir dem Bienenmann. Huch, rein da. 30.000 Zeilen im ersten Akt, was habe ich mir dabei nur gedacht? Wir hatten 30.000. Aber, ja, bitte, wollen Sie... Jo. Darum... So, la, 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 la. So, ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Erstes ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Erstes aus... Kommen wir zu... Was für eine Farbe hätte Katze. Ihr Haustier... Rot. 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 Der Fall ist, Ihr Vater war ein Imker. Natürlich. Eines Tages hat er Sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben Sie ihm nie verziehen. Seither zeigen Sie ihm Ihren Protest, indem Sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie geil. Das Zusammenhang ist richtig cool. Oh, ich bin baff. Das ist richtig cool. Harvey, bist keine, nicht wirst. Ich frage mich, was die sich bei den Daedalic gedacht haben, als sie das entwickelt haben. Auf welche Ideen die gerade gekommen sind, also mal ganz ehrlich. Finde ich gut, gefällt mir auf jeden Fall. So, sehr Petra, gut. Nee, Peter sitzt dran. La, 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 ich bin Peter. Ich bin, jetzt. Ich wurde im Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Ich wurde als, kommen wir zur nächsten. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier? Gelb. 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 Der Fall ist klar. Sie leiden an einer manischen Depression. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daher, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört wurde. Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können gehen. Meine Güte, wie schnell die das macht. Ja. So, jetzt wird nur noch der Hoti. Kein, nicht. Der gute Mann. Seien Sie ein mäßiger Zwilling, ist irgendwie verloren. So. Lalalala. So. Ich bin Horti. Ich bin erzählen Sie. Ich wurde im Sportunterricht immer als Letzter wahrscheinlich. Ich wurde beim als Letzter. Kommen wir zu. Was? Was? Ah! Ja, kann ja nicht nur schwarz sein. Ja. Aber jetzt übersprungen was. Schwarz, schwarz. Der Fall ist. Sie niemals ein eigenes Leben führen zu können. Das macht sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Okay, gut, das war jetzt nicht schlimm, dass wir es übersprungen haben. So, jetzt haben wir die alle. Oh, ich bin baff. Jetzt würde ich sagen... Ihr wisst genau, wir gehen jetzt zu König Adrian. Dem Großkönig. Und wie kann man da nochmal hin? Der Lift. Boah, jetzt muss ich wieder überlegen, gell? Wie kam man da hin? So, der Adrian. Ich habe mir das ein bisschen notiert, was die alle haben. Bei Adrian habe ich zum Beispiel hilflos hingeschrieben. Bei Droggelbecher, der hat nur eine Sprachstörung, sonst ist alles okay. Beim Bienenmann, das, also ich sage jetzt nur die Stichworte, da habe ich zum Beispiel stehen Imker, Vergessen und Protest. Ist gut nachvollziehbar. Und beim Peter habe ich manische Depression, Geburtstag, eine negative Haltung, weil in Helgoland und so weiter halt negativ eingestellt gegen alles. Beam me up, beam me up. Achso, man muss ja benutzen, ne? Ja, so. Das sieht gefährlich bei, aus. Egal. Hoti hat ja einfach nur, dass er kein eigenes Leben ohne seinen Bruder führen kann. Hallo da drüben. Hallo. Lass mich raus. Komm. Bla, bla, bla. So, genau da, wo wir hin wollten. So, wie kann man da jetzt rein hier, gell? Ja.
Schade, dass man über ihn nichts erfährt, hier über den Alu-Mann. Finde ich ein bisschen sehr schade. So, hallo. So, wie bist du bereit? Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als Erster. Was denn so? Falsch. Ha. Und was für ein Haustier hattest du? Einen großen, bissigen Hund. Falsch. Halt, nein. So ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Mal Flaschen drin. Ja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Ja, grün, oder? Grün. Ha! Weit gefehlt. Puh. Hä? Ach so. Aber ich hab doch bei... Ich hab doch aber hier grüner Hund stehen bei Trog. Ach so, ja, natürlich. Klar. Als wie... Bla, bla, bla. Und bla. Was? Einen... Halt, Was? Na ja. Dann sag... War doch dann rot, ne? Rot. Wow. Ja. Du hast recht. Ich bin gut. Ich fühle mich plötzlich so... Ja. So verstanden. Ja, ich... Und alles ist plötzlich viel klarer. Willst du noch einen Blitzer? Ja. Ja. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Ärgerlich. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Kommst du denn da drauf? Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Ja, bitte. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Ja. Genau. Das ist genau richtig. Hey. Danke. Kein Problem, Alter. Du hast mir sehr geholfen. Gib mir deine Medaille. Ich will es noch. So, Kopf. Kopf. Zahl. Hm. Tja, was? Tja, und nun? Eine goldene Medaille? Hm. Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du? Hm. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Hm. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Hm. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Kein Blitz. Aber seitdem habe ich nie... Das hat uns überhaupt nicht gebracht. Ich dachte, wir sollten ihm helfen. Hallo. Hallo, Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droge. Mit dem kommt ich auch. Er ist so... Tja, also da, nee. Bienenmann. Werden wir als nächstes nochmal checken. Aber warum? Ich wollte doch seine... Mann. So, hallo. Wie jetzt? Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Ich bin die Fremd. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Hm. Ich mach... Nur zu. Gut, mit dem geht auch nichts. Peter geht auch nichts. Huti ist weg.
Habe ich was verpasst?